Wow, wie spannend war das? Denkt ihr, Janelle und Olivia, sie kommen wieder nach Hause? Finden sie den richtigen Schlüssel? Ich bin mega gespannt. Aber nächste Woche werdet ihr erst sehen, wie es weitergeht. Habt ihr euch auch schon mal vorgestellt, wie cool wäre es bitte, in eine andere Zeit zu reisen? Und zum Beispiel könntest du eine Arbeit nochmal irgendwie besser schreiben, die vielleicht nicht so gut lief. Oder du könntest einen Streit verhindern. Oder, oder du könntest vielleicht eine schlechte Frisur vermeiden, weil ich habe mal mir die Haare geschnitten und habe dann hier so kreuz und quer und Stufen rein und es sah richtig komisch aus. Ich habe mir so einen Pony geschnitten, der so schräg war und genau, mach das lieber nicht. Aber das hätte ich verhindern können, weil jetzt bin ich ja schlauer als damals. Auf jeden Fall könnten wir uns sogar so 100, vielleicht sogar 1000 Jahre zurück in die Zeit beamen. Und ich weiß nicht, wen du kennenlernen wollen würdest, aber ich würde richtig gerne den Josef mal kennenlernen. Wer war Josef? Josef aus der Bibel. Er war einer von 12 Söhnen. Und er wurde von seinem Vater bevorzugt. Er war das Lieblingskind seines Vaters. Und das war wie bei der Janelle, oder? Die war doch das Lieblingskind auch von ihrem Vater. Und die Olivia war voll neidisch. Und er wurde auch eben immer bevorzugt. Er hat sogar so einen richtig tollen, bunten Mantel bekommen. Und seine Brüder haben gar nichts bekommen. Und vielleicht kennst du das, wenn irgendjemand was bekommt und du das auch haben möchtest. Und dann auf einmal bist du total neidisch, eifersüchtig und kannst die Person gar nicht mehr lieben oder dich für sie mitfreuen. Und das ist wie zum Beispiel, wenn dein Bruder oder deine Schwester oder jemand, den du magst, ein Freund, bekommt vielleicht eine Xbox oder eine PlayStation oder ein Pony. Und du bekommst gar nichts. Und so war das auch bei Josef und seinen Brüdern. Und wir denken, das ist ziemlich unfair, oder? Und Josefs Brüder fanden das auch nicht cool. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, hat Josef ihnen dann auch noch von einem Traum erzählt, wo er wie ein König war und die Brüder sollten sich alle vor ihm niederbeugen. Und in ungefähr 2,3 Sekunden, ne, haben sie ihn nicht nur nicht mehr gemocht, sondern sie haben ihn richtig gehasst. Sie haben ihn so sehr gehasst, dass sie ihn sogar umbringen wollten. Und da kam es zu einer krassen Situation. Und zwar Josef, der hat die Brüder mal besucht, als sie auf dem Feld gearbeitet haben. Und auf dem Feld, dort haben die Brüder dann einen Plan geschmiedet. Die haben gesagt, okay, wenn der Josef kommt, dann werden wir diesen Wichtigtuer, den können wir heute loswerden. Lasst uns ihn umbringen. Wie krass, oder? Weil sie so eifersüchtig waren und sie ihn so gehasst haben. Und dann ist der Josef gekommen und dann haben sie gesagt, okay, wir bringen ihn nicht um, aber wir werfen ihn in eine Grube und haben ihn einfach runtergeworfen in einen leeren Brunnen. Und dann haben sie einfach gegessen nebendran und es war ihnen egal, wie es ihrem Bruder geht, bis dann eine Karawane, also bis dann so ägyptische Händler vorbeigezogen sind, die waren auf dem Weg nach Ägypten, ne? Und dann haben sie gedacht, hey, jetzt können wir sogar noch den Josef an die verkaufen, unseren Bruder verkaufen an fremde Männer, weil dann haben wir noch Geld davon. Und dann sind sie zu ihrem Vater zurückgegangen und hatten ja den Josef nicht mehr dabei. Und der Vater hat ihn so geliebt. Was haben sie gemacht? Sie haben diesen Mantel, den er vom Vater bekommen hat, haben sie in Blut getränkt von einer Ziege. Die haben eine Ziege geschlachtet, das Blut dann an den Mantel geschmiert. Und dann haben sie gesagt, ein wildes Tier hat unseren Bruder getötet. Hen, wir sehen ganz viele gleiche Sachen, oder? Bei der Geschichte von Josef und bei Chanel und Olivia. Josef und Janelle waren das Lieblingskind von ihrem Vater und die Olivia und die Brüder, die waren beide total neidisch und eifersüchtig auf den Bruder oder auf die Schwester. Und vielleicht kennt ihr das. Manchmal denken wir so, oh, ich bin viel besser als die oder als der oder ich kann alles besser und die anderen sind nicht so cool wie ich. Oder du siehst, wie andere einfach Dinge irgendwie besser können oder wie sie mehr geliebt werden. Und dann bist du total neidisch und eifersüchtig. Und beides ist nicht cool, oder? Man fühlt sich dabei ja nicht gut. Und wir können das aber auch loswerden. Und in diesem Moment denken wir nämlich so, okay, Gott, du gibst mir viel zu wenig Liebe, du gibst mir viel zu wenig Begabung, weil der andere kann es eh besser. Oder man erhebt sich über den anderen und merkt gar nicht, dass der andere sich dabei gar nicht gut fühlt. Und das Coole ist, Gott gibt dir genug. Er hat dir genug Begabung gegeben. Er hat dir genug Liebe gegeben für dich. Er liebt dich so, so sehr. Und wir können jetzt mal uns kurz überlegen, gibt es irgendwie Personen in unserem Umfeld, die wir manchmal gar nicht lieben? Wo wir denken, wir sind besser als die oder wo wir neidisch sind und sagen, boah, Mann, ich will auch das und das haben oder der kann das und das besser und ich gönn's dem gar nicht. Überlegt mal, wen habt ihr nicht geliebt in der letzten Zeit? Vielleicht waren es auch eure Eltern oder eure Geschwister. Und jetzt machen wir eine ganz praktische Übung. Und zwar setzt euch mal hin, schließt die Augen und jetzt gehen wir mal gemeinsam, wir stellen uns das einfach mal vor, wir gehen gemeinsam an unseren Kühlschrank und dann macht ihr den auf und dann sagt ihr mir mal, was ist oben rechts drin in der Kühlschranktür?
okay, Tomaten, Erdbeeren, bei mir ist Senf drinne. Und dann schließt ihr wieder die Kühlschranktür und dreht euch um und ihr seid in dem Thronsaal Gottes. Da stellt ihr euch mal vor, das ist der Thron Gottes, da sind Engel, ganz, ganz viele, da sind Wolken, da ist es hell, da ist richtig Leben und Frieden und Freude. Und jetzt kommt Jesus auf euch zu. Und dann dürft ihr ihm einfach mal sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich die und die Person nicht geliebt habe. Sagt es ihm einfach mal. Und jetzt empfangt die Vergebung von Jesus. Er nimmt euch in den Arm und er sagt, dir ist vergeben, mein Kind, ich freue mich über dich. Und manchmal schaffen wir es nicht, Menschen zu lieben, aber jetzt dürfen wir die Vergebung von Gott empfangen. Und was wir noch empfangen dürfen, streckt mal eure Arme aus, ihr dürft die Liebe von Gott für diese Person empfangen. Und er möchte durch euch hindurch lieben. Und jetzt empfangt die Liebe Gottes, die ihr braucht für diese Person. Ich schaffe es auch nicht immer, alle Personen zu lieben, aber Gott kann es durch mich tun. Yes, wenn ihr die Liebe empfangen habt, dann dürft ihr die Augen wieder aufmachen. Und ich bin mega gespannt, was in eurem Umfeld passiert, wenn ihr echt anfangt, so die Liebe Gottes durch euch wirken zu lassen. Und ich bin genauso gespannt, wie es bei Chanel und Olivia und bei Josef weitergeht. Das erfahrt ihr aber nächste Woche. Habt eine gute Woche und bis bald. Ciao, ciao.